Immer mehr Menschen nutzen die Vorteile des elektronischen Bezahlens. Dabei ist die Menschheit die längste Zeit ohne Kreditkarte, Mastercard, Eurocard und PayPal ausgekommen. Wir haben uns mit dem Trend beschäftigt und vor allem mit der Frage, sollte das Bargeld abgeschafft werden? Ist es nicht mittlerweile überflüssig? Die Schweden jedenfalls genießen das Zahlen mit der Karte, sogar am Kiosk. Vielerorts in Schweden wird bereits heute kein Bargeld mehr angenommen. Die Deutschen sind wie immer skeptisch. Wir wollen uns einfach nicht von unserem Bargeld trennen. Viele Menschen sind misstrauisch. Zu Recht? Wir haben uns Pro und Contra angeschaut und ein Fazit gezogen, das wir euch heute präsentieren. So Freunde, erstmal ein paar Fakten. Aus einer Pressemitteilung vom 26. September 2016 der Europäischen Zentralbank geht hervor, dass die Gesamtzahl bargeldloser Zahlungsvorgänge in der EU 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 8,5% auf 112,1 Milliarden gestiegen ist. 47% aller Transaktionen sind Kartenzahlungen, 26% Überweisungen und 21% Lastschriften. Die Anzahl der ausgegebenen Karten, 781 Millionen, entspricht rund 1,5 Zahlungskarten je Bürger in der EU. Nahezu 51 Milliarden Transaktionen im Wert von 41,1 Billionen Euro wurden über Massenzahlungssysteme in der EU abgewickelt. Krasse Zahlen. Aus einer Umfrage zur Bargeldabschaffung in Deutschland aus dem Jahre 2015 ging hervor, dass 74% der Deutschen es ablehnen würden, wenn in Deutschland der Annahmezwang für Bargeld wegfallen würde. Lediglich 21% befürworten es und 5% haben sich enthalten. Aber wieso eigentlich? Wieso will keiner, dass alles einfacher wird? Das wird es doch, oder? Zunächst mal ist zu sagen, wenn das Bargeld abgeschafft würde, wäre die digitale Währung das einzige uneingeschränkte Zahlungsmittel, welches niemand mehr ablehnen könnte. Stichwort der gläserne Bürger. Es gäbe keine Privatsphäre mehr. Es gibt zwar bereits eine große Diskussion um Datensicherheit im Internet, aber zumindest aus finanzieller Sicht sind gerade in Deutschland Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre noch ein wesentlicher Bestandteil des Geldsystems. Man muss sich also keine Gedanken darüber machen, ob jemand jede noch so kleine Investition beobachtet und registriert. Das könnte sich dann allerdings ändern. Außerdem wäre das Geldsystem weiterhin anfällig für Hackerangriffe und bei Stromausfällen, auch wenn es Backup-Systeme gibt, könnte man nicht zu 100% gewährleisten, dass die Leute noch weiterhin bezahlen können. Und auch wenn die Infrastruktur des Internets in den meisten Ländern sehr gut ist, stellt der mögliche Ausfall des Internets ebenfalls einen Schwachpunkt dar. Außerdem, was würde eigentlich mit den ganzen alltäglichen Dingen passieren? Würden die Flohmärkte vielleicht verschwinden? Oder verlassen wir uns demnächst auf Apps, um Mini-Transaktionen zu vollziehen? Zudem fürchten viele die vollständige Abhängigkeit vom Bankensystem. Denn letzten Endes ist es das Bankensystem, das alles regulieren würde. Somit kommen wir auch zum Schutz vor den Negativzinsen, der dann nicht mehr gegeben wäre. Das bedeutet, die Bank könnte mit der Zeit Zinsen darauf verlangen, dass man Geld auf dem Konto hat. Dieses Phänomen kennen wir bereits. Es hat sich schon durchgesetzt. Im Falle der kompletten Digitalisierung des Geldes könnte dies allerdings ein wesentlich größeres Druckmittel werden. Apropos Bank. Die Volksbank Mittnerland ist eine Genossenschaftsbank. Vorher hieß sie einfach Volksbank. Sie hat sich aber inzwischen fusioniert. Genossenschaftsbanken sind in Deutschland in der Regel Banken, die sich den Grundsätzen der Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung verschrieben haben und werden für gewöhnlich regional betrieben. Ein Mitarbeiter dieser Bank war so freundlich, uns ein Interview zu geben. Lassen wir ihn sich mal vorstellen. Ich bin auf der Filiale Mittnerheide Kundenberater und ich berate Kunden in allen Angelegenheiten von Kredit über Geldanlage, Konten, Zahlungsverkehr. Zunächst mal die Frage, hat die Volksbank noch viel mit Bargeld zu tun? Also hier auf unserer Geschäftsstelle nicht, da tauschen wir wirklich nur noch Hartgeld, das heißt Rollen für kleine Unternehmen etc. Bargeld läuft komplett über die Geldautomaten. Auf unseren großen Geschäftsstellen, sprich Minden, Paderborn, ist das ein bisschen mehr, aber hier auf dem kleinen Gang. Nutzen nach Ansicht der Bank noch viele Menschen Bargeld? Also die Zahlungen ohne Bargeld sind leicht gestiegen, sprich mit Karten, aber noch sehr, sehr viele Menschen nutzen bevorzugt das Bargeld. Ja. Ist die Nutzung von Geldautomaten prozentual gestiegen oder ist das eher rückläufig? Das ist tatsächlich leicht gestiegen. Wie steht die Volksbank denn zur Abschaffung des Bargeldes?
Also eine mittelfristige Abschaffung des Bargeldes ist nicht im Interesse der Großzahl unserer Kunden. Wenn das Bargeld abgeschafft würde, denken Sie, dass viele Menschen sich in Kryptowährungen flüchten würden? Also Bitcoin ist jetzt ein gutes Beispiel, der ist extrem volatil. Okay, was ist volatil? Volatilität bezeichnet in der Statistik allgemein die Schwankung von Zeitreihen. Oder in diesem Fall heißt das, der Kurs schwankt extrem. Die Menschen sehen sich aber eher nach wertstabilen, nach sicheren Geldanlagen, gerade hier in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, dass der Bitcoin da eine geeignete Alternative, zumindest nicht hierzulande, ist. Man könnte den Bitcoin also mit Aktien vergleichen, wo die Deutschen auch etwas vorsichtiger sind. Es geht in die richtige Richtung, also auch bei Aktien sind andere Länder, zum Beispiel USA, deutlich weiter, aber der Bitcoin schwankt natürlich nochmal. Der hat ja Schwankungen allein in 2017 von weit über 1000%. Und da sind Aktien nochmal deutlich, deutlich geringer von den Schwankungen. Das möchten die Deutschen eigentlich schon nicht im Großteil. Und was denkt die Volksbank, wie sich das Geldsystem in den nächsten paar Jahren entwickelt? Also die bargeldlosen Zahlungen werden sicherlich leicht steigen, sprich Kreditkarten oder auch Online-Dienste wie PayPal, PayDirect, Landstar. Da wird mit Sicherheit ein leichter Zulauf sein, aber nicht so stark wie in anderen Regionen Europas, zum Beispiel Skandinavien, da wird ja schon viel, viel stärker eingesetzt. Ach ja, Skandinavien, da war ja was mit Schweden. Bereits im 17. Jahrhundert wurde ausgerechnet von einer schwedischen Bank die ersten Banknoten moderner Art erfunden. Heute ist es allerdings so, dass nur noch 20% aller Transaktionen mit Bargeld durchgeführt werden. Gemessen am Wert sind es nur 5-7%. Zudem muss das Bargeld nicht mehr angenommen werden. Obdachlose in Schweden betteln mit Hilfe von Kartenlesegeräten. Die Spende in der Kirche läuft über Automaten, ohne Schein und Münzen, genauso wie der Ticketkauf in Bus und Bahn. Einzelhändler wickeln 95% ihres Umsatzes digital ab. Krasse Typen. Denken Sie denn, dass Deutschland das Bargeld in naher Zukunft abschaffen wird? Nein, das denke ich nicht. Also die Bundesbank sagt, dass der Bargeldumlauf, also die Nachfrage nach wirklich Bargeld noch gestiegen ist, anstatt rückläufig, wie man vielleicht denken würde. Und deswegen kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also, entgegen unserer Vermutung, die Bank wäre grundsätzlich darauf aus, das Bargeld abzuschaffen, haben wir heute etwas anderes erfahren. Es gibt durchaus Banken, die im Sinne des Kunden gegen eine Abschaffung des Bargeldes sind. Und offensichtlich befürchtet man auch nicht, dass eine solche Veränderung in nächster Zeit stattfindet. Da sind wir ja schon mal beruhigt. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einem der Punkte, der uns persönlich am wichtigsten ist. Bessere Kontrolle über die eigenen Ausgaben. Wir kennen das doch alle. Es ist fast Monatsende und es ist schon wieder kein Geld mehr auf dem Konto. Weil man wieder mal über die Stränge geschlagen hat. Gerade mit der Kredit- oder EC-Karte passiert so etwas oft schnell. Die moderne Gehirnforschung hat herausgefunden, dass Preisinformationen das Schmerzzentrum des Gehirns aktivieren. Schließlich ist der Preis die unangenehme Seite beim Kauf. Bei Barzahlungen wird das Schmerzzentrum stärker aktiviert als bei Kreditkarten oder Online-Zahlungen. Das Ausgeben von Bargeld fällt schwerer. Es erzeugt im Sinne der Prospekttheorie einen höheren Verlustnutzen als die Zahlung per Karte. Wer also seinen Kaufdrang zähmen und sparsamer wirtschaften will, dem hilft die Bargeldzahlung. Also Kinder, nicht so schnell die Karte zücken. Fassen wir also nochmal zusammen. Ihr habt in diesem Video eine Menge Gründe gegen eine bargeldlose Gesellschaft gehört. Wir wollen auch klar zum Ausdruck bringen, dass wir dagegen sind. Allerdings sieht es nicht so aus, als würde Deutschland von heute auf morgen diesem Trend folgen. Und man kann sich relativ sicher sein, dass viele Institutionen wie die Volksbank im Sinne des Kunden und somit der Bürger handeln. Somit machen wir uns relativ wenig Sorgen über die Zukunft des Geldsystems in Deutschland. Zumindest vorerst. In diesem Sinne,